Nothing can gonna stop us. Nothing can gonna stop us. Nothing can gonna stop us. Nothing can gonna stop us now. Das ist meine Devise, nachdem wir jetzt vier Welten vollkommen perfekt abgeschlossen haben. Und ich danke erstmal für den Tipp mit der Musik. Und zwar, mir ist das echt nie aufgefallen. Und zwar, das ist ja die Overworld Map Theme, die wir die immer hören. Also. Und die ändert sich von Welt zu Welt. Das heißt, wenn ich jetzt auf 1 gehe, dann bleibt es halt bei der 5. jetzt quasi. Aber die ändert sich, wird immer gesteigert. Also zuerst hat man halt nur die Melodie gehört, dann im zweiten kommt quasi Trommeln dazu, dann kommt hier noch ein bisschen, keine Ahnung, noch irgendein Instrument dazu. Und hier ist jetzt mittlerweile alles irgendwie dabei. Und wir haben so einen richtig bunten Mix, daran liegt das. Und ich kenne die Melodie nämlich deswegen so gut wie gar nicht, weil erstens fällt es hier nur wirklich auf, weil hier wirklich dieser hohe Ton eben kommt, den du vorher nicht hattest, und zum anderen, weil es ab jetzt wird's heftig. Ab jetzt wird der ganze Scheiß hier richtig, richtig, richtig blind. Feuer und Eis. Es wird nicht richtig blind. Ich kenne die 5. Welt noch ein bisschen, aber nur ein kleines bisschen. Aber irgendwann hört es jetzt hier gleich auf. Lucky Twos, die in eine Eiswelt mit Feuerkugeln schmeißen, die sind doch total gestört. Also, es geht, aber es wird hart jetzt. Und vor allem finde ich, dass der Schnee meinen Augen ganz schön wehtut. Ey, leck mich am Arsch. So, du musst erstmal, also die Lucky Twos müssen erstmal, boah. Die müssen erstmal verschwinden. So, dich nehme ich doch gleich mal mit hier. Und dich selbstverständlich auch. Was haben wir hier noch Geheimes? Naja, das sieht alles hier nur nach Münzen aus. Aber ich traue mir wetten, dass hier schon wieder so ein Lucky Two ist. Oh mein Gott, also an die Welt kann ich mich null erinnern. Aber ich bin mir sicher, dass ich Welt 5 schon mal ein bisschen gemacht hatte. Also ich habe die nie komplett gar nicht... Ich habe die nie komplett gar nicht gehabt. Also doch, irgendwann schon, ich glaube, ich weiß nicht, ich muss erstmal den Boss der 5. Welt sehen, dann kann ich drüber reden. Aber ansonsten sagt mir das hier alles gerade rein gar nichts, ein Schlüssel. Dum, 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 dum. Ach mein Gott, wie ein diese Musik einfach geprägt hat in seiner Kindheit, wirklich geprägt. Wow, what the fuck? Jo, und dann muss wieder laggen. Und zwar aber wie Sau. Leute, das ist ja mal übelst nicht spielbar gerade. Hey, was kackt denn der jetzt so abseits neuesten? Die ganze Zeit lief es jetzt flüssig und jetzt fängt er an abzukacken. Ich muss auf jeden Fall den down machen, weil sonst komme ich hier nicht weiter. So, mit den Wolken müssen wir jetzt auch noch ein bisschen spielen. Mit denen natürlich sowieso, weil das hätte ich mir auch sparen können. So, oh, wo sind halt... Wow, what the fuck? Ich weiß nicht, ob das so Absicht war. Wollen die dich da runterstoßen, oder... Musst du erstmal da hoch und dann da runter? Ich weiß es ja nicht. So. Nachdem ich das nicht weiß, mache ich jetzt hier erstmal ein Safe. Darf ich hier runter? Ja, nein. Nein, sowieso nicht. Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Aber hätte ja sein können, dass es da unten jetzt irgendwas gibt und bevor wir das irgendwie rausfinden und dann 15 Mal hin und her rennen, habe ich mir gedacht, lassen wir es lieber gut sein, da die Stellen wollen, die wollen dich einfach nur tot sehen. Die wollen dich einfach nur in den Abgrund stoßen. Was haben wir euch denn getan? Wir sind doch eigentlich immer nett zu euch gewesen. Immer liebevoll gestreichelt. Pinguine! Yes! Die kann ich im Übrigen nicht schlucken, aber schau mal an. Ach, ich weiß schon, was ich machen muss. Ich kann es mir schon denken. Die versuchen mich aber... Ach, warte mal. Wenn ich auch schon mal hier bin? Nee, dann mach ich erstmal was anderes. Dann mach ich jetzt erstmal hier den Trick. Ach na, da kommt man da nur raus. Na, lame. Dann mach ich erstmal das extra Spiel. Ballonduell! Mensch, schaffen wir es in Welt 5 endlich? Ja. BY, ja. Schaffe ich eh nicht. Komm, was soll der Geiz? Runter, B, X und nochmal B. Oh. Komm, komm, komm. Platz, Platz. Das kann doch nicht wahr sein, ey.
Oh, Mann. Runter, B. Ja. Der Fluch geht weiter. Ich kann dieses Ballonspiel einfach nicht. Hey, es schneit nicht mehr. Okay, es fängt wieder an zu schneiden. Okay, was ist hier der Haken? Hier kommt der Helikopter-Yoshi. Tatsache. Naja, was anderes war auch gar nicht mehr möglich. So, hier erstmal ganz schnell die roten Münzen einsammeln. Alle, die hier so dunkel markiert sind, die nehmen wir mit. Das waren jetzt 4 Stück. Oh, da kommt noch mehr. Oh, oh. Okay, das sind aber nur normale Münzen, so wie es ausschaut. Ach, gar keine Ahnung. Hallo? Boah, Idiot! Idiot, darf ich den Scheiß jetzt nochmal machen? Ja, eben nicht scheinbar. Genau, da kommt man hier raus, okay. Ich wollte da oben eigentlich mit Skill reinspringen, aber wenn ich das gar nicht muss, komme ich jetzt hier wieder rein. Schon, ja. Darf ich das nochmal machen? Weil das war ja jetzt irgendwie so ein bisschen Fail. Ja, ich muss ja schauen, ob da oben nicht doch noch was war. Ach, sieh mal an, ein zweites Mal kommen die Münzen hier gar nicht. Okay, das dürften aber dann dürfte mit roten eigentlich nicht passieren. Das wäre ja hart unfair. Okay, dann halt nicht. Dann fallen wir eben einfach wieder runter. Gut, dann hätten wir den Teil auch abgeschlossen. Wir nutzen die Zeit, wo es gerade nicht schneit und wir ein bisschen was sehen. Ich hoffe, ich habe bis hierhin jetzt nichts übersehen. Oh, jetzt sind wir in der Eiswelt. Also haben auch die Eismelone. Das hätte ich mir sparen können. Ich kann auch mit dem Eis das Ding auch aktivieren. Ach, da machen wir es halt so. Ja, weißt du eh genau, worauf das hinausläuft, dass ich wieder das Item einsetzen darf. Schön, wie da die Shy Guys im Eis gefroren sind. Ich muss ja eh sagen, also die Backgrounds, die sind ja echt der Oberhammer hier bei Yoshi's Island. Da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Okay, das zeigt irgendwie so ein bisschen, dass da drüben was sein könnte, aber man kann sich auch täuschen. So, auf dem Eis kann man hier nur sehr schwer laufen, natürlich. Okay, ich höre irgendwo Mäuse. Wie mich halt der Pinguin schubst, ne? Pinguine sind doch sonst nicht so unfreundlich. Das sind eigentlich tolle Tiere. So. Hier ist irgendwo ein Haken, glaube ich. Okay, da drüben ist ein Checkpoint. Oh, nee. Den ich wahrscheinlich aber sogar aktivieren werde. Oder? Oder ich weiß ganz sicher, dass es da drüben... Ah, okay. Ja, dann aktiviere ich ihn mal. Das ist scheinbar wirklich nur ein Checkpoint. Und die eine rote Münze jetzt natürlich noch. Okay, das war vollkommen klar, dass das passiert. Sehr gut, dass wir den Sternenkreis hatten. Nee, das war absolut klar, dass das passiert. Ich verstehe nicht so ganz, warum man mich hier... Warum es hier wehtut. Aber wenn ich... Ach, deswegen! Ich wollte schon gerade sagen, warum tun mir denn die Pinguine weh? Die Pinguine tun dir eben nicht weh. Die schubsen nämlich nur blöd. Die verdammten Eiszapfen sind das Problem. Kann ich die eigentlich abschießen? Muss ja, wie soll ich denn sonst vorbeikommen? Klar, wie soll ich denn sonst an denen vorbeikommen? Okay, hier fallen noch mehr runter. Hier musst du ein bisschen chillen. Und da müssen wir schnell vorbei. Und tschüss. So, der fällt, den musst du auch abschießen, weil der ist ja sonst auch im Weg, jawohl. So, der fällt von alleine runter. Achtung, hier wird es wieder gefährlich, glaube ich. Dich erwischen wir gleich mal. Hier gibt es eine Blume. Dich erwischen wir so auch. Okay, das wäre erledigt. Und damit hätten wir sogar die 30 voll. So, und damit sind wir offiziell richtig in der Schneewelt drin. Okay, das war unglaublich unnötig. Wo habe ich denn jetzt auf einmal die her? Hallo? Wie's? Ach, das gab lauter Level-Ups. Ach, dafür sind die Schallgeister. Ah. Das hätte mir trotzdem Spaß... Oh, fuck. Oh, den muss ich erwischen. Den muss ich erwischen. Okay, passt.
Pass, pass, pass. Die muss ich jetzt... Na, verdammt, das reicht nicht. Na, schauen wir mal. Vielleicht können wir noch was holen. Oh nein. Ja, ich hab ihn erwischt. Epic. So, wie sieht's aus? Ich hab nichts zum Schießen. Das ist tendenziell ungut. Weißt du, was ich jetzt hier mal versuchen kann? Ich hab doch so viele Powerblöcke. Dann muss ich vielleicht nämlich doch nicht den +20-Ding ab... Boah, Lucky du! So, einmal hier rüber. Und noch einer. Das war immer noch nicht der letzte, oder was? Ja, das bringt mir nicht viel. Vielmehr brauche ich den Pinguin, damit ich weiß, ob ich... Ach, scheiße. Ich muss erstmal wissen, ob ich... Okay. Haben wir schon alle Blumen eigentlich? Nee. Blume und 4 rote Münzen noch. Das ist ein bisschen verdächtig, muss ich sagen. Gut, die Blume hätten wir hier. Da sind wieder nur die Dinger drin. Okay, ist das einer, der verschwindet? Nein, das ist ein ganz normaler. Scheiße. Fake-Blumen gibt es jetzt auch noch? Alter, jetzt rasten sie aus. Wie komme ich jetzt da oben hin? Jetzt mal ganz ehrlich, wie komme ich da oben hin? Wahrscheinlich durch den da. Oh, ich sehe es, die Blume. Dann muss ich hier die Blume erstmal zerstören. Da nehme ich jetzt einfach mal einer meiner irrsinnig vielen Melonen. So, weil ich jetzt hier nichts falsch machen will, setze ich mir jetzt hier in Safe State. Weil das aktiviert doch garantiert hier drüben irgendwas, oder? Nicht? Ach, das aktiviert, dass man da drauf kann. Ah, okay. Ach so, na, da könnte ich auch hinschießen eigentlich. Gut, aber nachdem man natürlich nicht so viel Zeit hat... Boah, du weißt ja nicht, wie viele Dinger das sind jetzt hier. Aber es sind die 4 letzten roten Münzen, oder? Nee, sind es nicht. Scheiße. Eine rote Münze. Ich kann mir aber denken, wo die ist. Die ist nämlich da, wo ich nicht hinkomme. Das heißt, ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie ich da nach oben komme. Ich hätte ja vermutet mit dem... Verdammte Axt. Ja, das bringt mir so gesehen nichts. Oh, ich muss erstmal jetzt hier... So. Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Da ist garantiert die letzte. Also da wette ich aber was mit dir. Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Da gibt es doch noch irgendeinen Haken. Wie komme ich da oben hin? Ich wüsste was. Das ist aber schwer. Ja, obwohl, ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Passt auf. Oh, jetzt muss den Scheiß erstmal loswerden. Komm. Gut, danke. Das ist jetzt reiner Versuch. Okay, das hätte... Obwohl, doch, passt. Ich muss jetzt hier die Münzen kriegen. Und dann muss ich hier nach oben. Oder muss ich mich jetzt halt hinskillen. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber... Schauen wir mal. Ich muss hier hin. Das heißt, der Pinguin muss ungefähr da oben bleiben. Der muss jetzt irgendwie da oben bleiben. Der muss da oben bleiben. So, bleibt da oben. Jetzt drauf. Und... Yes! Oh, skillig. Das hat echt funktioniert, Mann. Und da ist auch die letzte rote. Natürlich ist da die letzte rote. So, einmal noch hier nach oben. Jetzt können wir hier noch mit einem gezielten Schuss, können wir uns hier sogar noch die letzten... Jawohl! Und jetzt kann ich mich einfach nach unten fallen lassen. Wir haben 100%, Mann. Ja, vielleicht sollte ich aber eher hier runtergehen, anstatt mich einfach runterfallen zu lassen. Ja, krass, das hat wirklich funktioniert, Mann.
Schau, jetzt nehme ich sogar den noch mit. Zack. Und chill jetzt einfach komplett rüber ins Finish. 100 fucking Prozent, Mann. In meinem ersten Welt 1 Level. Und ich kannte das Level wirklich nicht. Also das war mir vollkommen unbekannt. Und ich habe einfach so 100% geschafft. Von alleine. Da bin ich jetzt mächtig stolz drauf. Man, bisher kannte ich ja alles. Bis Welt 4 war mir ja alles bekannt. Aber das war mir jetzt neu. Das finde ich jetzt geil. So darf es weitergehen. Aber es war halt leider Welt 1 von 8, ne? Das heißt also gar nichts. Trotzdem cool. Roulette. Ach, das ist jetzt der Spaß wieder, wo wir jetzt hier unendlich Ups kriegen könnten. Boah, ich würde so gerne mal sehen, was passiert, wenn wir, ob ich ja über die 500 kommen würde. Ich mach mal ganz kurz ein Safe State, einfach nur so just for fun. Und zack! Weil das kann man nämlich bestimmen. Okay, wir haben mal... Oh, schade, mal 0. Oh, ich sehe gerade was. Wir haben jetzt damit gar nichts verloren. Aber mal 99 hätte ich vorher noch einstellen können. Pass auf, jetzt müsste eigentlich genau dasselbe passieren. Ne, jetzt krieg ich Plus und... Ach, 2, wie ärgerlich. Ich hätte gern mal 2 gehabt. Ich will das jetzt ausprobieren. Ob man das irgendwie bestimmen kann. Mal. Och, 0. Ach, ich habe jetzt ja... Aber deswegen habe ich schon wieder verklickt hier. Ah, das erklärt einiges. So, ein Plus und dann wieder 2, oder? Ja, okay. Na gut, scheiß drauf. Wir kriegen halt 101 Leben ab. Passt schon. So, was das? Ein Schneemann? Sagt mir gar nichts. Irgendwelche freakigen Lucky Twos wollten uns in Level 5, 1 das Leben zur Hölle machen. Haben wir aber ganz gut gemeistert, bin ich stolz drauf. Und wir gucken uns Welt 2 mit scheinbar irgendwelchen fliegenden Schneemännern an. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein!